Yo Digi, ich klinge jetzt Kathi Monte. Und wenn du wissen möchtest, wie du das nachmachen kannst, beziehungsweise wenn du wissen möchtest, wie du klingst, wie auch andere Sachen, wie zum Beispiel Mr. Krabs, SpongeBob, Plankton, Patrick oder sonst so ein Scheiß, dann schau das Video bitte bis zum Ende, lass einen fetten Like da und abonnier bitte diesen Kanal, Digga. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt gerade gehört, dass ich mich angehört habe wie Monte. Und jetzt zeige ich euch, wie man das nachmachen kann. Ich habe alle Links in die Videobeschreibung gepackt und das erste, was ihr macht hier, ist diese Seite besuchen, dieses Google Collapse Dings da, dann drückt ihr hier drauf, boom, dann hier trotzdem ausführen. So, und jetzt lädt das Ganze so ein bisschen vor sich hin und irgendwann stehen da zwei Links und ganz oben steht ja schon Open the public URL that will appear below. Ja, so ein Public Link, da drückt ihr drauf, weil dann kommen wir zur wichtigsten Seite im ganzen Video, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und das Krasse an dem ganzen Ding ist halt wirklich, es gibt unzählige Stimmen im Internet, ob die amerikanisch, englisch, deutsch, keine Ahnung was sind, über bestimmte Sachen. Es gibt eine ganze Datenbank sogar, es sind aber meistens englisch. Es gibt aber auch auf Discord einen Channel, wo du deutsche Stimmen herbekommst. Du kannst aber auch selber Stimmen erstellen. Das ist tatsächlich gar nicht so schwer. Da mache ich aber noch extra ein Video zu, weil das wird das Ganze irgendwie ein bisschen, das wird wirklich den Rahmen sprengen. So, jetzt sind wir hier schon. Und zwar Running on Public URL. Da drücken wir drauf. Und das ist das, worum es heute geht. So. Und die Nutzeroberfläche, Leute, ich kann euch gleich sagen, das ist so dermaßen simpel. Ich meine, guck, okay, jetzt sind hier schon wieder ein paar Stimmen drin, die ich vorher schon probiert habe. Da haben wir Bohlen, Justus Jonas, Kerzel, Monte, Mr. Krabs. Es gibt aber noch viel mehr Stimmen. Ne? Also, es ist so. Bei der Webseite, hier kannst du deine eigene Datei einfügen. Ganz wichtig, wenn du deine Datei einfügst. Das muss einfach nur eine pure Stimme sein, ohne Hintergrundeffekt, ohne irgendwas. Einfach nur quasi a cappella, einfach nur so, ne, ganz normale Stimme einfach. So, ihr könnt aber auch übers Mikrofon aufnehmen. Hier kann man irgendwie Text-to-Speech machen, habe ich noch nie benutzt, brauche ich auch gar nicht. Hier optional, you can change the pitch, hier bla bla bla, ich würde das bei 0 lassen. Hier die Index-Settings würde ich auch nicht einstellen, Advanced-Settings würde ich auch nicht einstellen, außer man kennt sich aus, was ich aber nicht tue. Ja, da habe ich noch nie was geändert und ja, es klingt am Ende trotzdem ganz gut, habt ihr ja gehört. So, hier kann man seine eigene Stimme erstellen und wenn ihr wissen möchtet, wie man das macht, dann wie gesagt, Daumen da lassen, Abo und bitte in die Kommentare schreiben, ich möchte das wissen, weil andernfalls mache ich das nicht. Ja, okay, vielleicht mache ich es doch mal gucken. Und hier ist jetzt das, was wir brauchen. Download Model. Ja, da habe ich euch ein paar Links, wie gesagt, in die Kommentare, in die Videobeschreibung gepackt, die ihr benutzen könnt. Und, yo. Da nehmt ihr den Link einfach, fügt das hier ein und jetzt haben wir hier zum Beispiel Spider-Man, beziehungsweise Peter Parker halt so, ne? Dann drückt ihr auf Download. So, jetzt müssen wir hier warten, bis das hier fertig geladen hat. Es dauert im Höchstfall ein paar Sekunden, vielleicht, wenn es hochkommt, eine halbe Minute. Und ihr seht jetzt schon Sukes oder Sukes, ich keine Ahnung, wie man es ausspricht. Bin nicht so gut in Englisch. So, dann Refresh. Das müsst ihr immer machen, wenn ihr da was eingefügt habt. Immer Refresh drücken. Und dann haben wir hier Spider-Man. So, und jetzt einfach irgendwas aufnehmen oder halt eine Datei hochladen. So. Erstmal hört ihr hört jetzt sowieso, wie ich das gerade aufnehme und dann hören wir im Nachhinein, wie das bearbeitet bzw. wie das halt klingt, wenn die KI ihren Job gemacht hat. So, was sagen wir dann da jetzt? Es ist ein bisschen schwierig, so auf Anhieb irgendwas zu sagen. So, erstmal zulassen. Mein Name ist Peter Parker oder auch Spider-Man. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. So, da muss man auch warten, bis hier die Audio erscheint. Und dann einfach auf Convert drücken. Ja, es dauert auch nicht allzu lange tatsächlich. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie lange man aufnehmen kann, beziehungsweise was da das Limit ist, was du da, wie lang die Audio sein darf, weiß ich nicht. Habe ich noch nie wirklich durchgetestet. Aber ja, das ist erstmal fertig und jetzt klingt die Stimme so. Mein Name ist Peter Parker oder auch Spider-Man. Man muss natürlich mit der eigenen Stimme ein bisschen experimentieren, also vielleicht ein bisschen höher sprechen, ein bisschen tiefer sprechen, weil das macht auch einen Unterschied. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen tiefer. Mein Name ist Peter Parker oder auch Spider-Man. So. So, dann wieder warten, konvertieren und dann geht das Ganze wieder von vorne los. So. Mein Name ist Peter Parker oder auch Spider-Man. Das ist so geil. So, ich würde jetzt hier mal einfach was aussuchen, zum Beispiel Dieter Bohlen.
Ja, da kann man, boah, was sagt denn Dieter Bohlen zum Beispiel? Was sagt er denn? Weiß ich nicht. Also, wenn ich dich so anschaue, du, da gefällt mir fast mein Arsch wieder besser, du. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Aber wir probieren das. So, Dieter Bohlen. Auch wieder warten, bis es hier geladen hat. Und da ist es schon. Also, wenn ich dich so anschaue, du, da gefällt mir fast mein Arsch wieder besser, du. Es ist halt einfach geil. Also, man muss halt, wie gesagt, mit der Stimme so ein bisschen experimentieren. Und dann haut das alles auch schon hin. So, das machen wir noch zum Schluss. Mr. Krabs, wirklich, ich muss da fast eine Schweigeminute fast einbauen, weil der Synchronsprecher, ich weiß jetzt leider nicht mal, wie er hieß. Ich glaube, oh, ich weiß es wirklich gerade nicht. Der ist vor kurzem gestorben. Und das ist echt traurig, weil die Stimme, die müsste jeder von euch kennen. Ob es Mr. Krabs ist oder Benjamin Blümchen. So. Ich mag Moneten. So, du sagst jetzt einfach, ich mag Moneten. Konvertieren gleich. Zack. So. Und da ist auch Mr. Krabs. Ich mag Moneten. Das klingt halt wirklich wie Mr. Krabs. Ich mag Moneten. Das ist so geil. Dann haben wir auch noch eine Stimme. Zum Beispiel hier Kerzel. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit EL am Ende schreibt, aber ist ja völlig egal. Das ist eine Stimme, die dürfte auch, ich denke mal, fast jeder kennen. Das ist so ein Hörbuchsprecher, beziehungsweise bei dem Yu-Gi-Oh!-Film am Anfang kam der vor. Ich glaube, der hat auch die Star Wars-Hörbücher, also Hörspiele, glaube ich, hat er kommentiert. Muss man mal gucken. Was sagen wir da am besten? Lass mich kurz mal überlegen, bin gleich wieder da. Hab was gefunden. Das machen wir jetzt. Okay, pass auf, ich mache auf Record. Man hat schon fast alles erfunden. Kaffee ohne Koffein, Bier ohne Alkohol, Autos ohne Fahrer, aber Regierung ohne Idioten. Das klappt irgendwie nicht. So, jetzt haben wir stoppen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das von Joachim Kerzel klingt. So, da ist es und los geht's. Man hat schon fast alles erfunden. Kaffee ohne Koffein, Bier ohne Alkohol, Autos ohne Fahrer, aber Regierung ohne Idioten. Das klappt irgendwie nicht. Ja, okay, da muss man vielleicht noch ein bisschen was machen mit der Stimme. So ein bisschen dunkler, ein bisschen Ding. Ja, funktioniert das schon. So, jetzt machen wir noch eine Stimme zum Abschluss, bevor das Video viel zu lange wird. Und wie gesagt, bis hierher. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ich hoffe, ihr könnt da wirklich was machen draus. Ich brauche dazu nicht mehr viel sagen, weil das macht er jetzt. Wenn euch dieses krasse Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen fetten Like da, schreibt etwas Nettes in die Kommentare und abonniert doch bitte diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen.